Hi Leute, willkommen beim Phantasos Studio und heute ist es soweit. Heute möchte ich euch die Phantasos Studio Arena vorstellen. Ein Raum, einfach nur zum Zocken, einfach nur für Spiele, einfach nur, weil wir es können. 114 Quadratmeter zum Zocken für Tabletop-Spiele, Brettspiele, Kartenspiele, Miniaturenspiele aller Art, für Workshops, für Spiele-Events, kleine Turniere und so weiter. Hier in Wiesbaden steht euch ab dem 14.03., das ist Ende dieses Wochenende, das Video jetzt erscheint, steht euch zur Verfügung. Und wir machen jetzt einfach mal einen Rundgang, was so alles seit dem letzten Video passiert ist. Denn wir haben renoviert. So, wieder der typische Kameraschwenk. Erstmal das Wichtigste, schaut euch mal das an. Das hat unser Maler, ich nenne es mal Maler, Mirko, gezeichnet. Das ist ein Wandgemälde. 4,50 Meter auf 2,50 Meter groß, alles wunderschön von Hand gemacht. Der Phantasos-Drache, sehr, sehr cool. Das Bild enthält einige kleine, feine Details, die ich euch aber jetzt nicht zeigen möchte. Auch natürlich passend zum Motiv. Die könnt ihr erforschen oder euch ansehen, wenn ihr dann mal hier vor Ort bei uns in der Arena seid. Und dann, es ist einfach gigantisch, oder? Super. Wir haben einen neuen Teppichboden drin. Beim letzten Video war ja hier alles hinüber rausgerissen, beziehungsweise. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Tische. 72 auf 48 Zoll. Die sind jetzt nur mal so ein bisschen Proforma-mäßig mit Gelände belegt, dass man sich das mal ansehen kann. Und wir haben hier auch noch einen fünften, etwas kleineren Tisch. Den kann man aber rausziehen. 5 Spieltische haben wir allein hier in dem Raum. Da kann man natürlich die Platten auch abräumen und dann kann man da andere Sachen drauf spielen. Ist kein Problem, aber ich habe jetzt mal die großen Platten aufgebaut. Wir haben hier in den Einbauschränken das ganze Gelände, das ist nicht wenig. Und das geht hier noch weiter. Da haben wir auch noch Spielgelände und auch noch Ersatzplatten. Wir haben, oh Mann, da muss ich ja mal kurz gucken. Wir haben da oben noch Gelände, auch noch. Wir haben hinter dieser Tür, haben wir noch weitere Spielplatten und Spielmatten für ja, alle erdenklichen Systeme. Wir haben einen Terminkalender. Wir haben eine schöne kleine Galerie, beziehungsweise ja, da kann man so alles Mögliche ausstellen, Spiele deponieren und so weiter. Wir haben hier hinten eine kleine Snackbar mit Getränken eingerichtet, Kaffee, alles was man so braucht. Und wir haben hier nochmal einen Raum. Das ist ein richtig geiler Konferenzraum. Hier auf diesem riesigen Tisch, da bieten sich zum Beispiel Apokalypse-Schlachten an, Rollenspielrunden. Da können auch mehrere Spieltische platziert werden. Der Tisch ist 3 Meter lang, also da hat man jede Menge Platz. Übrigens sehr geil, die Beleuchtung hier. Ja, alles neu gestrichen, alles frisch gemacht. Wir haben ja, einen kleinen PC dafür, den man auch verwenden kann, gerade für Rollenspielrunden oder so, für Musik. Dann, unser Maler Mirko hat inspiriert von der Warhammer World, hat er dann auch noch mal hier was gemalt. Ist das nicht geil, der Squig da unten in der Ecke? Der Hammer. Kleine Couch zum Entspannen, Ausruhen. Einfach mal alles so auf sich wirken lassen. Ja, das ist das, was ich euch hier zeigen wollte. Phantasos Arena, sie ist Wirklichkeit geworden. Sie ist da. Schaut es euch an, kommt vorbei. Am 14.03. die Eröffnung. Und dann kann hier ordentlich gezockt werden. Super cool, ich bin total happy, total glücklich. Es sieht einfach gigantisch aus. Vor allem damit und mit dem Ding hier. Also, die Phantasos Studio Arena, ups, steht.